Heiß ist es hier. Gut, dass mein Koffer gleich nach oben gebracht wurde. Jetzt muss ich doch mal schauen, was hier so los ist. New Orleans, von dir habe ich geträumt. Eigentlich wollte ich mich gleich nach Kim erkundigen. Aber an der Rezeption war ein unheimliches Gedrängel, als der Flughafenbus ankam. Vielleicht hat der junge Mann an der Rezeption jetzt etwas Zeit für mich. Dann werde ich ihn nach Kim ausfragen. Gut, auf geht's. Jetzt werde ich mich mal auf Spurensuche begeben. Jeder Gauner macht einen Fehler. Jetzt will ich mich nochmal mit Pedro an der Rezeption unterhalten. Mein Name ist Flash. Ich wollte schon vorhin mit Ihnen sprechen, als ich eingecheckt habe. Aber da war so viel Betrieb. Sorry, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Bitte. Es handelt sich um Miss Kim Tissot aus Paris. Kim Tissot, sagen Sie. Miss Tissot ist leider nicht hier, Mr. Flash. Ich weiß, das ist ja das Problem. Ich muss sie unbedingt finden. Wir warten auch auf Sie. Sie hat allerdings am Freitag anrufen lassen, dass sie eine Mississippi-Kreuzfahrt macht. Interessant. Wer hat da angerufen? Eigentlich dürfen wir über unsere Gäste keine Auskunft geben. Verständlich. Aber hier handelt es sich um einen Sonderfall. Ich bin Detektiv und soll im Auftrag Ihres Vaters nach Miss Kim suchen. Sind Sie wirklich ein echter Detektiv? Ja, hier ist mein Detektivausweis. Alles klar, Mr. Kugelblitz. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kompliment, Pedro. Dich führt zu schnell keiner hinters Licht. Brauchen Sie einen Assistenten? Ich würde gerne helfen. Sehr gerne, Pedro. So einen aufgeweckten Jungen wie dich kann ich gut gebrauchen. Okay, Boss, ich bin bereit. Chef, hier ist ein Fax für Sie gekommen, aus Deutschland. Danke, es ist aus Hamburg. Absender ist meine tüchtige Assistentin Sonja Sandmann. Ich habe ein bisschen Deutsch auf der Hotelfachschule gelernt. Das sah immer ganz anders aus. Es ist verschlüsselt, man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, verstehe, na klar. Und wie wird es entschlüsselt? Mit meiner Dekodiermaschine. Sie ist in meinem Detektivkoffer. Ich muss sie nur herausholen. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Das ist meine Dekodiermaschine. Man muss nur den richtigen Code eingeben. Dann entschlüsselt die Maschine den Text. Sieht echt stark aus. Und woher wissen Sie den Code? Den habe ich vorher mit Sandmann vereinbart. Fall Nummer 14. Verstehe. Ich bin sehr gespannt. Hallo Chef, hier regnet es in Strömen. Pommes hat Grippe, Siebels Zwillinge Masern. Nachricht von Simili, Entführerbrief ist eingetroffen. Gangster fordert $100,000. Grüße, Sandmann. Okay. Ich hatte es mir gleich gedacht. Es handelt sich also wirklich um eine Entführung. Wow, eine echte Entführung. Ich werde Kim befreien und den Entführer und seine Helfershelfer hinter Gitter bringen. Und ich werde ihnen dabei helfen. Ich möchte mich mal in Kims Zimmer umsehen. Alles klar, Chef. Hier ist der Schlüssel von Zimmer 112. Und ich möchte von dir alles über Kim wissen. Okay, Kim Tissot war ein ruhiger Gast. Sie hat in den 2 Tagen, die sie hier gewohnt hat, keinen Besuch bekommen. Und außer einem Gespräch mit ihrem Vater in Paris auch nicht telefoniert. Ich habe nur einmal kurz mit ihr gesprochen. Sie hat mich einmal nach der Öffnungszeit des Voodoo-Museums und nach dem Fahrplan der Mississippi-Dampfer gefragt. Alles in allem nichts Auffälliges. Danke. Und jetzt nichts wie los. Wo ist denn Kims Zimmer? Kims Zimmer. Den Schlüssel ins Schloss. Ich bin gespannt, ob wir in Kims Zimmer Spuren finden. Dieses Zimmer wurde durchsucht. Merkwürdig.
Kein besonders schöner Blick. Merkwürdiges Bild. Ein Trauerzug. Aber darüber habe ich schon gelesen, dass man hier berühmte Trauerzüge mit Pferdefuhrwerk und Jazzkapelle macht. Uah, schnell wieder zurück. Die riecht ja nicht so frisch. War wohl die Stadtbesichtigungssocke. Oh, hier hat jemand was zerrissen. Ich such mal Schnipsel zusammen. Wollte da jemand Beweise vernichten? Mal sehen, was das für ein Zettel ist. Dazu müssen alle Schnipsel wie bei einem Puzzle zusammengelegt werden. So, sammeln wir sie mal einfach alle. Ich meine, so unauffällig sind sie ja nicht. Da ist noch eine. Und hier im Mülleimer. Na, kusch dich weg, Maus. Interessant. Ein Pickup, so heißen solche kleinen Laster in Amerika. Der Mann sieht zu Kims Hotelfenster herauf. Ob das was zu bedeuten hat? Das wird immer noch nicht weg. Dann... Ein Notizbuch. Der Donnerstag ist herausgerissen, ausgerechnet. Aber halt, die Schrift hat sich durchgedrückt. Da nützt der gute alte Detektivtrick zur Sichtbarmachung von durchgedrückter Schrift. Dazu brauche ich einen Bleistift. Mit dem Bleistift ganz leicht darüber reiben. Den Trick kennt ihr bestimmt auch. Ah, das ist ein Bleistift, wie ich ihn brauche. Jetzt wollen wir mal sehen, was sich auf diese Seite durchgedrückt hat. Rosem, 16 Uhr. Rosemary um 4. Schade, dass wir nicht wissen, welche Rosemary. Rosem kann mehr bedeuten, ne? Das M dahinter. Naja. Maus, gehst du da jetzt bitte endlich weg? Wieso auch immer die... Da nehmen wir das mal mit. Was ist das denn? Seife, zerschnitten. Ein interessanter Abdruck. Na bitte, geht doch, Mensch Maus. Ja gut, so kommen wir der Lösung einen Schritt näher. Ganz schnell zusammengeputzt. Ja, so passt alles zusammen. Das ist ja interessant. Ein Abholschein für Fotos. Die würde ich gern mal sehen. Dann holen wir uns doch mal besser ab. Auf geht's. Vielleicht weiß der, wo das ist. Pedro, ich habe einen Abholausweis für Fotos in Kims Zimmer gefunden. Sieht aus, als hätte Kim ihren Film gleich nebenan im Drugstore abgegeben. Na gut, dann raus. Gehen wir zum Drugstore. Foto-Schnellservice. Ob Kim die Fotos hier abgegeben hat? Hallo. Hallo. Hier, mein Junge. Sir, das macht $10.
Bitte, $10. Danke, Sir. Einen schönen Tag noch. Das sind ja interessante Bilder. Aber viel Arbeit für einen Detektiv. Da muss mir Pedro helfen. Also, jetzt ab ins Hotel. Ihr Eisangebot ist wirklich verlockend. Kein Problem, Sir. $1 und das Eis gehört Ihnen. Hier hast du den Dollar. Danke, Sir. Einen schönen Tag noch. Oh, da will ich's mal probieren. Was haben wir hier? Automaten. Wir gehen, glaube ich, einfach mal erstmal irdisch für einmal durch, wenn es das angeht. Und so. Nächstes Level, wuhu! Juhu! Ja, Sieg, freu dir! Jetzt müssen wir warten. Warten. Und warten. Oh, ein Baumstamm, das ist gut. Und. Hilfe! Wir müssen einmal leider den Alligator ausnutzen. Juhu! Na super. Das wird nix. Verdammt mich. Verdammt nochmal. Schnell, 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 schnell. Geschafft. Und nochmal. Guten Lauf gerade. So. Ich bin jetzt mal absichtlich ein bisschen her. Neuen Rekord gebrochen. Yay, ist dies schön. Dann spielen wir jetzt noch einmal das hier. Ja. Füttern.
füttern die Delfine. Die Alligatoren die Eier füttern die Ua. Jetzt doch bloß meine Hand, ich bin dich gar nicht. Ich geh weg. Dad. Aua! Au! So mein Finger. Das ist nicht gemein, die Alligatoren, die sind immer am Boden, das ist, wenn man den Feind nicht man schnell verleitet, zu den Hain drüber zu schnell, weil das da gar nicht funktioniert und dann kommt man erst mal. Ja. Du weißt, was wieder passiert. So, wir sind durch. Und haben... Juhu! 33, da kann man sehen, da wurde ich ganz schnell dazu verleitet, an die Haie zu füttern. So, mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ein Bösewicht versucht über den Swamps 10 Fässer mit Umweltmüll aus einem Hubschrauber abzuwerfen. Lenke das Boot mit den Pfeiltasten und versuche die Fässer aufzufangen, sonst werden die Fische vergiftet. Mit den Pfeiltasten nach rechts bewegst du dein Boot vor, mit dem Pfeiltasten nach links bewegst du das Boot zurück. Wenn du die Fische rettest, gelangst du zum nächsten Spiellevel. Okay. We'll be right back.
neuer Score. Ach ja. Na gut. Bin schon bis Level 5 gekommen. Das war's dann jetzt auch. Dann gehen wir mal weiter den Fall lösen. Wir wollen das arme Mädchen ja nicht weiter leiden lassen. Ne? Einen schönen Tag noch. Danke dir auch so.